Wie lange quält sich schon dieses Gefühl der inneren Zerrissenheit, Robert? Beginnen wir mit Ihrer Kindheit. Sie haben gesagt, dass es Spannungen gab in Ihrer Familie. Es war der reinste Zoo. Dafür hat Maler gesagt. Maler ist Ihre ältere Schwester? Sie hasste diese Familie. Wir wohnten in einer Reihenhaussiedlung mit Gartenzwergen in den Vorgärten. Und Nachbarn, die sich jeden Sonntag zur Feier des Tages ein zweites Frühstücksei gönnten. Mein Vater war Versicherungsagent, meine Mutter Hausfrau. Sie zahlten pünktlich ihre Steuern, gingen jeden Sonntag in die Kirche und stellten den Müll schon sogar einen Tag früher aus als nötig. Maler musste ständig aufbegehren gegen diese Idylle. Sie war erst 14, als sie das erste Mal von der Polizei nach Hause gebracht wurde. Waren Drogen im Spiel? Drogen, Vandalismus, Diebstahl und das ganze Programm. Wie haben Sie sich damals gefühlt? Ich wollte nur, dass dieser Zwist endlich aufhört. Nachdem Maler weg war, habe ich alles versucht, um es an meinen Eltern und meinen Lehrern recht zu machen. Ich wollte keinen Ärger mehr. Hab versucht, mich überall anzupassen. Das klassische Schema. Sie wollten immer so sein wie andere, nie wie Sie selbst. Sie haben nie eine eigenständige Persönlichkeit entwickelt. Ihre Praxis hat auch schon bessere Tage gesehen. Das Geschäft läuft wohl nicht besonders. Sie passt sich den seelischen Zuständen meiner Patienten an, finden Sie nicht auch? Vielleicht ja zu Ihren eigenen Doc. Jetzt hören Sie mal zu, Robert. Sie stecken in ernsten Schwierigkeiten. Sie sind Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Also reißen Sie sich mal etwas zusammen. Okay, was wollen Sie hören? Dass ich mein Leben hasse? Dass mir der Gedanke, jeden Morgen zur Arbeit gehen zu müssen, Magenkrämpfe verursacht? Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Ich überprüfe die Auszahlungsbedingungen von Lebensversicherungen. Man erwartet von mir, dass ich so lange suche, bis ich einen Grund gefunden habe, dies zu verweigern. Niemand stirbt wegen einer nicht ausgezahlten Versicherung. Ich lösche Träume, Wünsche. Ich nehme einfach meinen Stempel. Abgelehnt, bedauere. Ich nehme Ihnen den Kapitalismuskritiker nicht ab. Diesem System verdanken Sie den Wohlstand, in dem Sie aufgewachsen sind. Und denken Sie doch mal an die Chancen, die Sie im Leben gehabt haben. Ich habe nie um dieses Leben gebeten. Ich hatte nie eine Wahl. Keiner wollte mich einstellen. Trotzdem hat Ihr Vater Ihnen den Job bei der Versicherung besorgt. Und mit 25 wurden Sie schon Abteilungsleiter. Darauf können Sie doch stolz sein. Seit über 10 Jahren sitze ich Tag für Tag vor meinem Schreibtisch und schnüffel im Leben fremder Menschen. Ich habe geschuftet bis zum Umfallen. Und was hat es mir gebracht? Ich bin ein Witz für meine Kollegen und ein Ärgernis für meine Vorgesetzten. Ich kann Ihnen nicht helfen, Robert, wenn Sie sich nur selbst bemitleiden. Ja? Sie flüchten vor Ihrem Leben. Einem Leben, in dem Sie einen guten Job haben. Ein liebevolles Zuhause. In dem ich dann wieder Eingefangener bin. Warum? Wegen Ihrer Frau? Erzählen Sie mir von ihr. Sie hat keine Freunde, keine Hobbys, keine Interessen. Tagsüber arbeitet sie in einer Tierhandlung und abends schaut sie ihre bescheuerten Seifenopern Tag für Tag. Haben Sie deshalb angefangen, ein Doppelleben zu führen? Sich Nacht für Nacht davonzuschleichen und Ihre Frau darüber zu belügen? Die Frau, die Kinder mit Ihnen möchte? Um mich noch mehr an Sie zu binden? Kinder in so ein Umfeld zu setzen. Mit einem Vater, der sein Leben hasst und eine Mutter, die es vergeudet. Ich bin selbst Vater von 3 Kindern und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erschüttert darüber, wie Sie über den Wert von Familie denken. Statt dankbar zu sein für all die Möglichkeiten, sind Sie mit diesen Verrückten herumgezogen und haben versucht, Ihre eigenen Arbeitgeber zu ruinieren. Ja, und ich hätte es durchziehen sollen. Ich denen zurückgeben, die ich jahrelang um ihr Geld betrogen habe.
Indem Sie in Ihre eigene Versicherung einbrechen, die EDV manipulieren und sämtliche Konten an wildfremde Menschen überweisen wollten? Das hier ist doch kein Film, Robert. Wissen Sie überhaupt, was Sie damit angerichtet hätten? Ja, vielleicht sind wir zu weit gegangen. Deshalb habe ich mich hier auch gestellt. Diese Typen waren wahnsinnig. Moment, nicht so schnell. Erzählen Sie mir von diesen anderen Leuten. Wie sind Sie überhaupt mit ihnen in Kontakt gekommen? Es begann eines Abends, als ich nicht nach Hause wollte. Stattdessen bin ich durch diverse Bars gezogen. So verruchte Schuppen im Rotlichtmilieu. Haben Sie Ihre Frau betrogen? Nein. Ich wollte nur mal etwas Verbotenes tun. Es war ein seltsames Gefühl. Natürlich hatte ich Angst, dass jemand davon erfährt. Aber diese Furcht hatte etwas unglaublich Elektrisierendes. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt. Sie wollten aus Ihrem fasten Alltag ausbrechen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Ihr Verständnis überrascht mich. Wechseln alle Seelenklempner ihre Launen so sprunghaft? Hier geht es nicht um mich, sondern um Sie, Robert. Erzählen Sie weiter. Ich blieb immer häufiger fern von zu Hause. Da fand Ausreden. Ich fing an zu trinken, zu rauchen. Schlief immer weniger. Niemand in der Arbeit merkte etwas davon. Weil sich niemand für Sie interessiert hat. Und solange Sie krampfhaft versuchen, sich hier im Alltag anzupassen, wird sich daran auch nichts ändern. Diese nächtlichen Abenteuer waren längst überfällig. Dann war es wohl auch überfällig, dass ich anfing, Drogen zu nehmen und am Ende doch noch mit anderen Frauen schlief. Diese anderen Frauen haben Ihnen etwas gegeben, das Ihnen Ihr trister Alltag nicht geben konnte. Das dachte ich zumindest. Aber nach dem ersten Kick verblasste dieses Gefühl schnell wieder. Sehen Sie denn nicht, dass dieses Verhalten ein letzter Hilferuf Ihrer Psyche war? Nicht mehr Sklave Ihres Jobs, Ihrer Frau und der Erwartungen in Ihrer Umgebung zu sein. Und was bin ich stattdessen? Ein Sklave des Protests? Ich war auf der Suche nach etwas anderem. Der Kontrastvereinigung? Endlich fand ich Gleichgesinnte, die genauso vom Leben enttäuscht waren und angewidert. Es war der Hass auf das Angepasstsein, der uns verband. Die Regeln waren einfach. Lebe so, dass es nicht der Norm entspricht. Wenn alle bei Grün über die Ampel gehen, warte, bis es rot wird. Wenn alle Ja sagen, sei dagegen. Und das so oft wie irgend möglich. Interessanter Gedanke. Damals erschien es mir als die ultimative Wahrheit. Aber die Welt, in der wir lebten, war immer noch festgefahren in ihren Konventionen. Wir mussten dies ändern. Und das wollten Sie mit kindischem Vandalismus und halbherzigen Hackerattacken auf das Finanzamt erreichen? Wir waren eben nur ein Haufen Spinner. Aber als Sie erfuhren, in einer der größten Versicherungen arbeite, änderte sich das. Endlich konnten wir was tun. Aber Sie haben nichts getan. Endlich hatten Sie die Chance, Ihrem verhassten Feindbild einen Schlag ins Gesicht zu versetzen. Sie haben es nicht genutzt. Man kann nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Sie hatten einfach nicht den Mumm, es durchzuziehen. Ich habe gedacht, Sie wollen mir helfen. Sie sind auch nur ein weiterer Alltagszombie. Ein Rädchen im System, das schön seinen Dienst tut. Sie wollen doch gar nichts ändern. Hört endlich auf damit! Sie sind ein Sklave. Ein Sklave der Arbeit. Ein Sklave Ihrer Frau. Ein Sklave Ihrer Eltern. Seien Sie endlich still! Sie werden niemals frei sein. Nein! Wo bin ich? Und wer sind Sie? Wer sind Sie wirklich? Weißt du das denn nicht? Ich bin du.
Ich bin gar nicht hier. Dann bilde ich mir das alles nur ein. Nichts hiervon existiert wirklich. Alles nur in deinem Kopf. Aber der ist nicht groß genug für uns zwei. Also entscheide dich. Wer willst du sein? Ich weiß es nicht. Willst du zurück in deinen verhassten Job? Nein, 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 nein! Willst du noch mehr Drogen? Mehr Frauen? Mehr vergessen? Nein! Dann lieber zu Trautem Heim und Weib? Nein! Ah, zu den Verrückten, die eine Fantasiewelt erschaffen wollen. Nein! Nicht davon! Ich will nicht in Extremen leben! Dann beende diesen Zwist, bevor er dich zerreißt. Ich will ein neues Leben. Ohne den Zwang, mich ständig anpassen zu müssen. Und ohne den Drang, gegen alles zu rebellieren. Ich will ich selbst sein. Ich glaube, wir haben soeben den Durchbruch erzielt. Die Hypnosetherapie hat funktioniert. Ich fühle mich seltsam. Was für ein Traum. Das war kein Traum. Ihre Psyche hat sich sozusagen selbst geheilt. Sie werden wieder vollkommen gesund, das verspreche ich Ihnen. Ich kann mich an nichts erinnern. Mein Kopf dröhnt. Das ist ganz normal nach so einer Behandlung. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja? Fahren Sie jetzt erst einmal nach Hause und ruhen sich ein bisschen aus. Morgen besprechen wir dann alles Weitere.